Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks Blitz, Folge 126. Ja, ich bin wieder zurück nach langer Zeit, aber ich werde es ganz offen heraus sagen, ich verliere die Lust an YouTube. Es werden noch weiter Videos kommen, aber unregelmäßig, weil ich bringe einfach keine wirkliche Motivation mehr auf. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe einen neuen Clan. T1L, The Legendaries, bin ich erstmal Probezeit drin. Die Mad Games sind zurück, die werde ich aber nicht spielen, weil ich auf die keinen Bock habe. Es werden neue britische Jagdpanzer in ferner, naher Zukunft kommen. Die zur Schiffbahn, zur FO4 005 Stage 2 führen. Die wird aber hier im Blitz einen Autoloader haben, 3 Schuss und keine große 183er WNPC-Version. Auf die freue ich mich ehrlich gesagt auch schon. Die werde ich auch direkt erspielen. Ach, fuck my life. Er hat mich schon wieder aufgeklärt. E50, nein. E50, ich bin ganz ehrlich. Ich trau dir nicht. Oh, schönes Ding, WZ. Oh, geht doch. Warum nicht gleich so? Und was zum Geil machen unsere schweren Panzer da drüben? Kommt schon gar nicht crashen. So, geht doch. Oh, die reiben sich da auf, ey. Es ist zum Mäuselmelken. Und was zum Geil macht die Buckshot so weit hinten? Was geht auf die Klappe? Ah, die tatsächlich. Wir müssen noch einen T30. Ah, die Grille, die ist wahrscheinlich da hinten. Jede Wette. Ah. Oh, fuck! ESC, hast du jetzt echt verfehlt? Nein! T260? Nein! Niet! Nada! Denk nicht mal dran. Mein Gott, ich verreck ja sowieso, dann kann ich wenigstens noch mal ein bisschen den IS-7 mobben. Wovon der vielleicht kann ich ihn sogar rausnehmen. Nein, wirst du wohl zurückkommen. Komm zurück, du bolschewistisches Exkrement. Komm her, Fuß. IS-7, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit hinterherfahren, hast du es kapiert? Jawohl. Und die Grille, die macht mir doch langsam hier echt Sorgen. Die nimmt einen nach dem anderen raus. Schön. Kann ich drehen? Ja, ich dachte schon, ich schramm hier eine Hauswand entlang. Das ist nicht mehr lustig. Da muss mal irgendjemand was machen. Und da ich die Teams von heute kenne, weiß ich auch genau, wer dieser jemand sein wird. Nämlich ich. Aha, da haben wir sie ja. Fehlt nur noch der fucking T30. Und ich wäre sehr viel glücklicher, wenn ich jetzt, als ich jetzt bin, wenn er einfach AFK wäre. Das wird nämlich einige Probleme nicht lösen, aber hey yo, ich bin's. Hallo. Das war gut. T30 ist ein sicherer Two-Shot für mich. Vielleicht sogar ein One-Shot. Nice! Jawohl! Jetzt so, ich wage mal die vorsichtige Prognose aufzu. Junge, irgendwann darf ich auch mal RNG-Glück haben, ja? Irgendwann mal. Sehr schön. Man kann in diesem Dreckspiel ja doch noch gewinnen. Ich bin beeindruckt und wahrlich begeistert. Oh, Freunde, ich hatte vorhin in der Grille fast ein 1 gegen 2 gegen ein One-Shot-FV.
Und ein Full Life E100 gewonnen. 6000 Start, am Ende hat mich E100 doch noch gekriegt. Oh, das war eine fucking Qual. So, was kann ich denn noch fahren, wo die Aufregquote nicht so hoch ist? T25 AT. Die ist toll. Jeder mag den. Die T25 AT ist ein wirklich fantastischer Panzer. Fahre ich unglaublich gern. Okay. Ja, rechts, da stimme ich zu. Gegner hat viele mittlere Panzer. AMX 1390 CDC. Gut, wenn der Prototyp jetzt nur ein Turm zeigt, wird es problematisch. Aber trotzdem müsste ich den eigentlich auch überall allen durchholzen können. Wir haben Pershing, Type 59. Type 59 ist schon mal gut. Das ist ein guter Panzer. Hoffentlich haben wir auch einen guten Spieler dahinter. T54, wo siehst du überhaupt einen T54? Achso, T54 leicht. Wo ist der überhaupt? Hä? Oder? Ach da! Okay, ich glaube hier zu campen bringt gar nichts. Siehst du, die pushen da ganz gut. Wir führen 1-0, also darüber werde ich mich garantiert nicht beschweren. Oh. Ich hab's begriffen. Nein, ach, die 15. Kommt nichts? Gut. Kann mich weiter zurückziehen. Beziehungsweise repositionieren. Rückzugartiger Vormarsch. Ah, IS. Magst du nicht noch ein Stückchen zurückkommen? Das andere zurück. Vielleicht. Mir ist einfach danach, den IS-1 im 1 gegen 1 rauszunehmen. Ja, weiter. Glücklicher Durchschlag. I don't think so. Oh, schönes Ding. Ah, nein. Wer zum T69 oder CDC? Einer von beiden. Okay, das ist schon beklagenswert. Da kann man eindeutig bessere Runden in dem fahren. Da ist der CDC. Ne? Komm schon, Freunde, ihr verliert mir das jetzt hier aber nicht, ne? Yes. Yes. Jetzt ist halt die Frage, wo dieser blöde T69 ist. Ich nehme mal an, der CDC hat A genommen. Das heißt, ich werde aber mal so dreist sein und beim Spawn nachgucken. Auch wenn ich da nicht wirklich dann glaube, dass er da steht, aber man weiß ja nie. Ne, der ist hier nicht. Ach, da ist er. Der wird wahrscheinlich auch nur versuchen, sein Leben zu retten. Beziehungsweise alles andere von wäre auch ziemlich dumm von ihm. Der kann nichts mehr reißen. Selbst wenn er jeden von uns mit einem Schuss Ammo wrecken würde, wäre er niemals rechtzeitig in Position gewesen.
Okay, was kann man denn noch fahren? Ehren 100 ist eine tolle Erfindung. Auch eine einigermaßen akzeptable Karte dafür. Mäuschen, Jagdtiger, T50, IS4, E4, Ehren 100 und eine Grille. Ich plädiere auf rechts. C sollten wir schon mal einnehmen, damit wir hier einen Basisvorteil haben. Ah, da kommt aber auch der IS-4 und wenn der da ist, dann wird vermutlich mit Unterstützung da drüben auch nicht weit sein. Ja, da ist sie. Warum auch immer unsere Mitarbeiter da nicht rübergegangen sind, das ist jetzt natürlich ein doch nicht unerheblicher Nachteil, muss man sagen. Bei unserer Hanswürste von zwei Metzler dachten wir fahren nicht rüber. Na, komm mal her. Och, RNG. Komm schon! Das kann auch nicht dein fucking Ernst sein! Los, jetzt aber. Na, was? Geht doch. Und wir kriegen's von hinten. Ach, E75, wenn ich hier schon nichts reißt, dann geh doch wenigstens irgendwo hin, wo du die Gegner auch penetrieren kannst, verdammt nochmal. Nutzen ist viel. Leute, haltet mir die Leute, die da hinten vom Leib. Und E75 ver. Na, endlich kommt er mal durch. Der kommt nämlich. Gib mir noch mal. Schönes Ding, Grill. Den muss ich eben lassen. Den werden wir los. Oh, ich sag was, Mäuschen. So, meine Freunde. Kannst du bitte irgendwann mal die Grille da drüben beseitigen? Die gefällt mir nicht. Ja, ich mach's selbst. Oh, E-Max Roll. Du scheiß Glückskeks. Ah, Grille. Ich sehe dich. Oh, komm schon. Fick dich, RNG. Schieß. Boah. Ich hoffe mal, das war HE. Dann bin ich wenigstens der Einzige, der diese Runde einfach nur fucking Pech damit hatte. Heilige Scheiße. So, womit können wir nochmal verlieren? Mit. Ich hab's gleich. Zu. Einfach. Natürlich laut hier. Wargaming, wer auch immer diese Musik eingeführt hat, der gehört getreten. Die klingt so objektiv scheiße. Mach die alte wieder rein. Die war 10-mal besser. Okay, Gegner hat einen ganz klaren Schwerpunkt auf Schwerpanzer. Das heißt, ich werde mal mit nach links fahren. Außerdem, der Gegner hat dann Centurion 1. Der ist ja jetzt nicht so hart zu penetrieren. Scheiß drauf, die fahren auch nach links. Okay. Da haben wir den Falcon, hat nur 1 P, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der genervt wird. Komm, Lorraine, geh mal weg.
Aber den Schuss treffe ich uneingezielt. Während du beim E100 fast komplett eingezielst, direkt vom IS-4 schießt und in den Boden semmelst. Alles klar, RNG. Alles klar. Oh, achso, der Panzer 58. In diesem ganzen System steckt doch keine Logik, ey. Na, kriegen wir den VK 100? Und das Blöde ist auch, dass die Russen einfach keine Depression haben. Sie geben dem Spieler nur Depression. Oh. Hallo Volker. Als ob ich ihn damit rausgenommen habe. Ich meine, 15 cm HE, okay. Aber es kam doch schon überraschend. Ich hätte jetzt irgendwie so auf 150 Schaden getippt oder so. So, und jetzt bin ich mal dran. Natürlich gehen beide. Na! Ah. Du Penner! Ah. Lass mich in Frieden! Immer noch ein schöner AP-Pen. Ich bin glücklich. Jetzt vielleicht noch einen auf den Centurion 1. Da wäre ich sehr glücklich drüber. Komm, Centurion. Nein, komm, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. AP tut's auch. 6-7-6. Dann bin ich zufrieden. 7-1. Ein Sieg. Mein Tagespensum für diese Folge ist erreicht. ...2005 Schaden. Deutlich mehr, weniger als mit diesem Panzer möglich ist, aber... ...es ist mehr als mein Durchschnittsschaden, also bin ich zufrieden. Hauptsache, der geht mit der Zeit hoch. Boah. Dass das kein Sieg wird, war ja zu erwarten. Aber 67 plus gemacht. Yes! Und die Grille ist verreckt, ich bin glücklich. Und der E4 ist auch verreckt, den haben sie auch noch gekriegt. Gut, damit kann ich leben, auch mein Knie. Okay, ich hoffe, euch hat diese kurze Comeback-Folge gefallen. Wie gesagt, also ich weiß nicht, wann das nächste kommen wird, aber ich hoffe, ich verstehe das mal als kleines Lebenszeichen von mir. Dann sehen wir uns in unbestimmter Zeit wieder und bis dahin, euer Grauschleif von Makala.